Vielen Dank auch an meinen Vorredner, Herrn Girotti, für die Einleitung. Ich nehme natürlich den Fehdehandschuh sehr gerne auf und versuche dann für die Strahlentherapie zu sprechen. Ich denke aber, dass wir uns gar nicht so sehr unterscheiden werden. Ganz kurz meine Disclosures hier. Wir sind uns natürlich bewusst, dass wir bei der Oligometastasierung noch über eine Situation sprechen, bei der wir uns insgesamt noch schwer tun, genau zu definieren, worüber wir sprechen. Ist es tatsächlich eine unterschiedliche Erkrankungssituation? Ist es nicht eher eine dynamische Situation, die sich zwischen Heilung, Metastasierung und Polymetastasierung und rascher dynamischer Verschlechterung des Patienten befindet? Das einerseits und andererseits müssen wir auch noch definieren, was ist denn überhaupt das Behandlungsziel? Können wir tatsächlich hier auch von Heilung sprechen? Und bisher bewegen wir uns natürlich auf einem sehr dünnen Evidenzraum. Wir wissen, dass die oligometastasierten Patienten irgendwann polymetastasiert werden. Da ist natürlich noch das Problem, wie können wir die Patienten wirklich selektieren und definieren? Wir haben keine Biomarker, die uns dort helfen. Und es gibt auch ein paar interessante Serien, die uns zeigen, dass Patienten auch ohne Lokaltherapie oder auch ohne Therapie ein längeres Überleben haben können. Da sind wir uns einig, dass es die Minderheit ist, aber es gibt tatsächlich in der Literatur Studien dazu oder Fallberichte dazu. Die Beschreibung ist ja schon relativ alt. Das Ganze ist 25 Jahre alt, interessanterweise beim Mammakarzinom ursprünglich beschrieben und auch definiert worden. Es hat relativ lange gedauert, bis wir tatsächlich dann jetzt auch seit ein paar Jahren auch wirklich intensiver in der Community tatsächlich von Oligometastasierung sprechen. Aber wir haben natürlich die Erfahrung aus der Chirurgie von Lebermetastasen und Lungenmetastasen, vom kolorektalen Karzinom. Da hat man noch nicht von Oligometastasierung gesprochen, aber tatsächlich von Patienten, die limitiert metastasiert waren und die dann, ob sie jetzt von der Lokaltherapie profitiert haben, das ist immer schwierig zu sagen, aber wir haben Patienten gesehen, die im Langzeitüberleben gezeigt haben. Und das sind schon mal interessante Hinweise, die uns vielleicht später für das Management helfen können. Und wir können natürlich jetzt unterschiedliche Fragen stellen. Was ist der Stellenwert der Lokaltherapie in der metastasierten Situation und dann speziell in der oligometastasierten Situation? Und interessant ist natürlich dann schon die Frage, wenn es sich wirklich um eine ganz limitierte Metastasierung handelt und wenn wir auch einfach mal unterstellen, dass es ein Progressionsmodell gibt, ob man das jetzt linear oder parallel nennt, bei dem die Metastasierung fortschreitet und die Metastasierung nicht nur vom Primärtumor ausgeht, sondern möglicherweise auch von metastatischen Klonen, dann hat die Lokaltherapie möglicherweise doch einen Stellenwert, jetzt nicht nur im Sinne der lokalen Kontrolle der aktuellen Läsionen, sondern möglicherweise sogar auch einen Einfluss, die weitere Metastasierung, je nachdem, welche Metastase wir dann abladieren, dann möglicherweise auch die weitere Metastasierung zu verhindern und somit dann doch vielleicht eine Chance zu haben, dass wir eine Verlängerung des Overall Survivals erreichen oder in ganz frühen Situationen sogar eine Heilung. Warum sehe ich die Strahlentherapie hier jetzt gut positioniert? Sie sehen, dass oder Sie wissen, dass die Strahlentherapie in den letzten 10 Jahren sehr starke technologische Fortschritte gemacht hat mit der intensitätsmodulierten Strahlentherapie, mit der bildgeführten Strahlentherapie, die wir bisher mit CT-Steuerung gemacht haben. Verzeihung. Jetzt seit 2 Jahren auch mit MRI-Steuerung, mit eingebautem MRI im Linearbeschleuniger. Und dann auch die Möglichkeit, wie Sie hier sehen, auch die Tumorbewegung aktiv zu verfolgen und bei der Bestrahlung zu berücksichtigen. Und das ist nochmal ganz kurz hier dargestellt. Wir können uns natürlich auf relativ kleine und lokalisierte Ziele fokussieren. Klein ist natürlich immer schwierig zu definieren. Es ist erstaunlich, welche Volumina wir jetzt auch schon abladieren. Also wir sind jetzt schon bei 100 Kubikmetastasen, wenn das onkologisch im Kontext, im Tumorboard als sinnvoll erachtet wird. Aber Sie sehen, dass die Körperregion keine Rolle spielt. Der Vorteil ist, wir haben sehr steile Gradienten. Wir haben hier den Grand unseres Zielvolumens, den Tumor, das ist ein Querprofil durch eine Dosisverteilung. Und das Grüne hier ist der steile Dosisabfall außerhalb des Tumors. Und Sie sehen das hier dargestellt einfach mal für eine Lungenmetastase, die der Thoraxwand ansitzt. Hier rot sehen Sie den Hochdosisbereich, in grün und blau den Gradienten, der sich zentrifugal steil reduziert. Und wenn man das jetzt in so einer Live-Dosisverteilung sich anschaut,
ganz steiler Dosisabfall hier und im Tumor ein extrem hohes Dosisplateau und dann wieder steiler Dosisabfall und deshalb auch eine sehr gute Schonung des Umgebungsgewebes. Mit diesen Techniken können wir dann extrem hohe Strahlendosen einbringen. Ich habe mal die normalen Strahlendosen angetragen, die wir sonst für Lungentumore brauchen, für die primäre Situation 60 bis 70 Gray, 30 bis 35 Fraktionen. Teilweise gibt es Dosis-Eskalationsstudien bis über 100 Gray. Sie sehen aber, wie viele Fraktionen das bedeuten würde. Da sind wir dann fast bei 3 Monaten Strahlentherapie. Da muss man sich auch so ein bisschen über die Convenience und Sinnhaftigkeit der Zeitachsen fragen. Aber einfach mal die biologische Wirksamkeit aufgetragen und jetzt im Vergleich zur stereotaktischen Strahlentherapie in 3x15, 5x12 oder 3x20. Da sehen Sie, dass wir in wenigen Sitzungen eine biologische Wirksamkeit erreichen können, für die wir sonst Monate brauchen würden. Und wenn man sich dann auch noch anschaut, das Verhältnis Lokalkontrolle versus Toxizität und dann die unterschiedlichsten Lokalisationen, dann muss man sagen, ist es ein insgesamt sehr gutes Wirkungsprofil. Wir sehen aber auch, dass wir Bereiche haben, wo wir eine sehr gute lokale Kontrolle nach 1 bis 3 Jahren haben, dann aber auch Zielbereiche, wo die lokale Kontrolle etwas schlechter wird, insbesondere im abdominellen Bereich, wo wir dann mit der normalen CT-Bildgebung in Schwierigkeiten bekommen. Ich gehe davon aus, dieses Bild wird sich in ein paar Jahren ändern. Durch die MR-gesteuerte Stereotaxie werden wir auch mit diesen Targets weiter oben landen. Aber insgesamt ist das Toxizitätsprofil sehr günstig für diese Situation. Die Radioonkologie hat relativ viel Erfahrung mit der Oligometastasierung, insgesamt auch erstaunlich für diese evidenzdünne Situation doch prospektive randomisierte Studien. Wir haben die ZNS-Studien, 1 bis 4 Metastasen, die dazu geführt hat, dass man die ganze Bestrahlung in der Situation nicht mehr durchführt. Und da waren genügend Patienten in der RPA-Klasse 1, also solche, die extrakraniell kontrolliert waren und somit also auch eine oligometastasierte Situation aufgewiesen haben. Wir haben selbst mal 2019 publiziert, ein Systematic Review gemacht und uns einfach mal angeschaut, wie sich denn die Behandlung des nicht kleinzelligen Bronchialkarzinoms in der Oligometastasierung in den publizierten Studien gewandelt hat. Und da ist es ganz interessant zu sehen, wenn man jetzt die ganz alten Studien sieht und die neueren Studien, da kann man eigentlich die Historie ganz gut verfolgen, dass die alten Studien gar nicht klassischerweise von Oligometastasierung gesprochen haben, sondern von limitierter Metastasierung, das an der Zahl der Metastasierung ausgemacht hat. Und erst als die stereotaktische Strahlentherapie, insbesondere im Lunge-Leber-Bereich, sich etabliert hat, sind auch die radioonkologischen Studien zu der Zeit alles retrospektiv, also in Rot dargestellt, häufiger geworden. Dann auch häufiger als im chirurgischen Setting, muss man sagen. Und dass sich das Overall Survival leicht verbessert hat. Aber da haben wir sicher einen Bias über die Zeit, dass wir besseres Staging haben, dass wir wahrscheinlich auch günstigeres Risikoprofil haben und auch die Systemtherapie eine Rolle spielt. Dann aber auch jetzt mal über die Zeitachse angeschaut, wenn wir uns die Lokaltherapien anschauen, nämlich Überleben, Behandlung Primärtumor, Behandlung Metastasen. Und wenn wir uns anschauen, hier links, je nachdem, ob hauptsächlich operiert wurde oder hauptsächlich bestrahlt wurde, muss man sagen, dass man hier keinen Unterschied im Überleben gesehen hat, egal ob Primärtumor oder die Metastasen chirurgisch oder radiotherapeutisch behandelt wurden. Und dann ist natürlich schon eine wichtige Frage nach der Morbidität der beiden und Invasivität der beiden Behandlungsmethoden, welcher Therapie man dann letztendlich den Vorzug gibt. Auch andere Tumorentitäten spielen dort eine Rolle und es ist interessant, dass sich dieses Modell jetzt auch weiter in die anderen Tumorentitäten entwickelt. Hier jetzt mal die Studien aufgeschlüsselt, die laufend sind oder schon abgeschlossen sind. Also das heißt, das sind radioonkologische Studien, die das Thema Oligometastasierung ganz gezielt untersuchen. Und dann muss man natürlich auch sagen, wie auch mein Vorkollege schon beschrieben hat, wir müssen natürlich immer sehen, ist es eine komplett de novo Oligometastasierung, ist das eine Oligopersistenz, eine Oligorekurrenz mixt. Also wir haben eine Situation, wenn wir hier versuchen aufzuschlüsseln, um was für metastatische Situationen eigentlich untersucht worden in diesen Studien, dass wir einerseits
eine sehr diverse Landschaft haben und teilweise auch Studien haben, die die verschiedenen Krankheitsstufen vertauscht haben oder gemischt haben. Aber zumindest sehen wir, dass wir doch ein sehr diverses Bild haben und versuchen, diese Oligometastasierung deutlich besser zu verstehen. Was natürlich schon auffällt, das sind alle Studien, die Strahlentherapie oder stereotaktische Strahlentherapie beinhalten. Ich sehe leider fast keine Studien, die wirklich fokussiert die Chirurgie bedienen. Das ist durchaus ein bisschen schade. Wir haben eine Single-Arm-Studie in Zürich am Laufen, wo die Chirurgie für die Primärtumorsituation-Behandlung eine sehr große Rolle spielt. Also eine der ganz wenigen Studien. Das sind Ergebnisse der prospektiven, randomisierten Studien. Palmer 2019, Jeniga, Gomez, die unterschiedlichen Oligometastasierungssituationen, also hier Metachron, hier zwei synchrone Studien, wo man ganz klar ein Signal sieht, dass das Overall Survival verbessert werden kann. Wir sind uns natürlich bewusst, die Zahlen sind relativ niedrig. Ich hoffe natürlich, dass wir das Ganze noch ein bisschen größer aufsetzen, aber diese Signale sind schon sehr stark. Was man auch wissen muss bei diesen Studien, diese Patienten haben ja nicht nur einmal eine stereotaktische Strahlentherapie bekommen, sondern waren oftmals dann weiterhin oligoprogredient und sind dann repetitiv stereotaktisch strahlentherapiert worden. Und insbesondere, wenn man sich mit David Palmer unterhält, sieht er das als einen wesentlichen Faktor, warum dieser Arm, nämlich der SBRT-Arm, besser ist. Die Patienten sind dieser sogenannten Repeat Radiosurgery zugefügt worden. Wir haben auch Studien, die sich mit der Oligoprogression beschäftigen, also tatsächlich Patienten, die metastasiert waren, Chemotherapie oder TKI bekommen und dann ein Muster der Progression zeigen, die nur 1 bis 3 oder 1 bis 5 Metastasen enthalten. Und auch hier gibt es randomisierte Studien und ganz besonders betonen möchte ich hier den Hall Trial. Das ist eine europäische Anstrengung, die am Rekrutieren ist und da bin ich natürlich sehr gespannt auf die Ergebnisse. Ganz wichtig aber, ich denke, wir sollten nochmal zurückkommen und uns Gedanken machen, was ist denn die Oligometastasierung? Und da werden wir sehen, dass das auch ein Mixed Bag ist. Wir haben eine de novo Oligometastasierung, also Erstdiagnose, keine bisherige Vorgeschichte einer Metastasierung. Wir haben eine Repeat-Situation, also immer wieder neu auftretende Metastasen mit einer Vorgeschichte von Oligometastasierung und eine induzierte Oligometastasierung, also polymetastasisiert, Chemotherapie und dann die Situation, dass wenige Metastasen neu entstehen. Und davon abhängig natürlich definiert, haben die Patienten Systemtherapie freies Intervall gehabt, war es eine Progression unter Systemtherapie oder sind sie non-progressiv, aber haben noch Residualtumor unter Systemtherapie. Also Sie sehen, das Bild ist relativ komplex und das müssen wir natürlich in der nächsten Zeit adressieren. Mit der wenigen Evidenz, die wir haben, müssen wir einfach besser werden. Und das Overall Survival, wir haben Signale, aber wir brauchen, denke ich, größere Studien, um das wirklich auch nochmal zu definieren. Ganz wichtig, diese Studien waren ohne Immuntherapie. Das kann das ganze Bild nochmal komplett ändern. Und ich gebe meinem Vorredner absolut recht, wir müssen die optimale Therapiestrategie definieren. Da stehen wir noch ganz am Anfang. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.